Kürzlich bemerkte jemand zu meinen Bienenfilmen, die Imker würden sich das Leben leicht machen, ließen sie doch die Bienen für sich arbeiten. Ein Spruch, wie er dämlicher nicht sein kann. Denn auch ohne fundiertes Wissen um die Imkerei dürfte es sogar einem mittelmäßig begabten Schimpansen klar sein, dass der Honig nicht von alleine ins Glas hüpft. Hinter einer erfolgreichen und artgerechten Tierhaltung steckt Sachverstand, Tierliebe und jede Menge Arbeit. Und so geht es heute im Teil 5 um Jörns erste Honigernte. Während Jörn seine Schutzkleidung anlegt, mache ich einen kleinen Rundgang. Im Gegensatz zu manchen für mich eher abstoßenden Standorten von Bienenvölkern, wie zum Beispiel an den großen Rapsmonokulturen, stehen Jörns Völker da deutlich besser. Ein kleiner randstädtischer Tierpark mit angeschlossenem Naturschutzgebiet machen da eben einen ganz anderen Eindruck. Hier können Familien auf simple Weise mit Haus- und Nutztieren Kontakt aufnehmen. Ursprünglich entstammen Tiere und Gelände einer privaten Tierhaltung, doch als sich das Eigentümer-Ehepaar aus Altersgründen schwerer tut, finden sich einige Ehrenamtliche, die den kleinen Tierpark als Verein weiter betreiben. Die alten Leutchen freut's, denn immerhin haben sie sich viele Jahrzehnte hingebungsvoll gekümmert. Und auf diesem Gelände stehen die 12 Bienenvölker von Jörn. Heute möchte Jörn seinen ersten Honig ernten und ich darf mit der Kamera dabei sein. Während Jörn seine Arbeiten vorbereitet, hier noch einige allgemeine Infos zum Honigverbrauch in Deutschland. 2022 wurden in Deutschland etwa 78 Tonnen Honig verzehrt. 74 Tonnen davon sind Importe, in der Hauptsache aus der Ukraine, Argentinien, Mexiko und China. Oft wird kolportiert, wir Deutschen seien weltweit die größten Honigkonsumenten. Doch nach Daten der Welternährungsorganisation FAO verbrauchen zum Beispiel die Menschen in der Zentralafrikanischen Republik mit 3 Kilogramm pro Kopf mehr als das Doppelte. Übrigens kommt die Stiftung Warentest zu dem Urteil, dass jeder vierte in Deutschland angebotene Honig mangelhaft ist. So soll nach Untersuchungen des Laves-Bieneninstituts in Celle das Mischen von besonders schlechtem chinesischen Honig gravierend sein. Insbesondere, weil es sich auch um Produkte mit Biosiegel handeln soll. Das Geschäft mit dem Honig scheint also aufgrund der Nachfrage ein hart umkämpfter Markt zu sein. Und offenbar beherrschen den die großen Player der Lebensmittelindustrie. Und wie bei vielen anderen Produkten auch, scheinen kriminelle Energie und oder juristische Spitzfindigkeiten beim Mischen oder Punchen von Honig, je nach Sichtweise, eine große Rolle zu spielen. Ich mag keinen Honig, aber spätestens nach dem Jahr mit Jörn ist mein Vertrauen zum kleinen Imker um die Ecke größer als zu ultragroßen Produzenten. Aber da nagelt mich bitte nicht fest, das ist nur ein Gefühl. Aber es mutet schon seltsam an, wenn Industriehonig in transparenten Flaschen auch nach 2 Jahren noch so flüssig aus der Tube läuft wie am ersten Tag, der Imkerhonig aber bereits nach dem ersten Sommer auskristallisiert ist. Jörn hat mir die Gründe hierfür erklärt, aber das würde hier zu weit führen. Ich bin jedenfalls total überrascht, welch ein arbeitsintensiver Tag nun bevorsteht. Das ist sogenannter Wildbau. Da hat der Abstand zwischen den einzelnen Rähmchen nicht hundertprozentig gestimmt. Und dann bauen die Bienen einfach solche Brücken. Und ist halt dann, wenn man den Honigraum erntet, dann macht man es halt kaputt. Aber das macht vom Schleudern her, macht es nichts aus. Wabe um Wabe wird ausgetauscht und nach füllen sich einige dieser großen transparenten Wannen damit.
Die werden dann in die Honigküche transportiert und da beginnt dann die klebrige Arbeit. Also hier in der Kiste sind ja die Honigwaben, die wir jetzt vorhin geerntet haben. Die entnehme ich hier dann einzeln, kommen hier auf ein Entdeckungsgestell. Dann mache ich das Entdeckungswachs mache ich ab, damit dann der Honig auch rausgeschleudert werden kann. Wenn es entdeckelt ist, kommt es hier in eine Ablage, damit ich dann 4 Rähmchen erst entdeckeln kann, damit ich da damit dann die Schleuder bestücken kann. Das hier ist die Schleuder ist eine 4-Waben-Schleuder, wo dann die Rähmchen einzeln reinkommen. Ist mit Elektrobetrieb. Ich kann es mal kurz vorführen. So, einschalten her. Hat 2 Richtungen das Ganze. Nach links und rechts. Wenn die Waben dann geschleudert sind, befindet sich dann der Honig im Inneren von dem Kessel. So, jetzt fangen wir mit dem Entdeckeln an. Das muss ich eigentlich gucken. Ich habe natürlich auch jetzt Rähmchen dabei, wo gar nichts drin ist. Die tue ich dann gleich auf die Seite stellen. Da ist auch nichts drin. Zuerst werden die Waben entdeckelt, also vom Bienenwachs befreit. Jeweils 4 entdeckelte Rahmen werden in die Schleuder gestellt. Mittels hoher Drehzahlen und der einwirkenden Zentrifugalkräfte fließt der Honig heraus. War es das jetzt schon? Nein. Jetzt habe ich sie angeschleudert. Jetzt drehe ich sie einmal seitenverkehrt. Die erste Siebung übernimmt ein recht grobes Sieb. Hier werden in der Hauptsache noch verbleibende Wachsreste entfernt. Ein zweites sehr engmaschiges Tuchsieb filtert dann auch den letzten Fremdkörper heraus und es bleibt der schiere Honig. Der wird dann in Gläser gefüllt, ungepanscht, quasi frisch vom Bienenstock. Die Imkerei hat wie jede Tierhaltung nicht nur Freunde. So gibt es durchaus die Meinung, Honigbienen wären am Niedergang der Wildbienen und anderer Insekten schuld, weil sie denen als Nahrungskonkurrent alles wegfuttern. Doch das scheint wohl etwas kurz gedacht. Interessanterweise hat in Deutschland besonders während der Pandemie ein Umdenken stattgefunden und die Imkerei immer mehr Freunde gefunden. Ob das nun nachhaltig sein wird oder nicht, das wird die Zukunft bringen. Man könnte aber zumindest meinen, es sei eine Entwicklung im Gange, die in Richtung verstärkter Selbstversorgung geht. Doch da haben wir die Rechnung ohne ein invasives Tier gemacht. Die asiatische Hornisse. Es ist in Summe erschreckend, welche Schäden die nicht nur bei Imkern anrichten. Aber darüber werde ich im nächsten und vorläufig letzten Beitrag der Reihe berichten. Es ist jedenfalls unvorstellbar, was ich da erleben musste. Das solltet ihr auf keinen Fall versäumen. Bis dahin bleibt abenteuerlustig und gesund. Bis bald. Sind die Tiere sehr, sehr auf Verteidigung gebürstet. Dann kommen die rausgeschossen und dann hast du mal 100 Hornissen oder wesentlich mehr, die auch.